Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Wir haben hier ein wenig Mais. Ich weiß nicht mehr, wie viel Regenbogenmais brauchten wir denn. Bitte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, das reicht nicht ganz, oder? Ah ne, ich krieg schon mal raus. Ne, 10, 11. Das könnte jetzt gereicht haben, oder? Haben wir jetzt genügend Mais? Haben wir jetzt genügend Regenbogenmais? Ja, wir schauen mal, meine lieben Freunde. Ich bin ganz, ganz, ganz verwirrt. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. So, wie sieht es denn generell gerade aus? Irgendwie ist mein Bildschirm auch ein bisschen klein. Ich mache mal ganz kurz für mich selbst ein bisschen größer. Ihr merkt natürlich keinen Unterschied. Ja, das sieht besser aus. Ich bin eine alte Frau, ich kann nicht mal so gut sehen. Herzlich zum Hof. So, ja, ich habe mich auf jeden Fall ja schon formidabel um die Tierchen gekümmert. Wir können ja hier wieder mal ein bisschen was in die Fertiger reinschmeißen. Wait, Volt. Tschack, 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 tschack. Hier machen wir hier die Ziegenmilch. Die normalen, die Büffelmilch und nochmal ganz viele Seitenhühnereier. Seitenhuhneier? Seitenhuhneier. Nicht Seitenhühnereier, sondern Seitenhuhneier. Ich versuche gerade den richtigen Plural für mich zu finden, es tut mir leid. So, ja, gut. Hier steht ja. Seitenhühnerei. Achso, das ist ja Seitenhühnereier. Seitenhühner, Seitenhuhn. Hi Leute, willkommen zur Story of Seasons. Oh mein Gott, ich bin so durch. Okay, ich schmeiß das erstmal alles wieder rein. So, wir müssen wieder mal ein bisschen was loswerden. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte ein größeres Inventar. Wahrscheinlich ist dem nicht so, aber spült es mir jedenfalls ein, dass es so ist. Ich habe auch ganz viel flauschige Flauschewolle, aber das ist mir egal. Wir geben jetzt direkt. Nee, stopp, stopp. Wir machen ein bisschen gleich. Wir machen am besten gleich wieder erstmal eine Stadtrunde, wenn ich einmal unterwegs bin. Warum auch nicht? Wahrscheinlich irgendwo noch Parfüm. Ach, da ist eh das Parfüm. Okay, los geht's. Es schneit. Das heißt, Matsuyuki. Oh Gott. Ich bin heute so durcheinander. Mehr als sonst. Er wird auf jeden Fall nicht da sein. Moment. Es war zu viel Kaffee. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Wer weiß, ob das eine gute Entscheidung war. Yeah. Matsuyuki, der uns immer noch nicht vollständig mag. Genau wie Norman. Sollte sich schämen, der junge Mann. Ah, dauert noch ein bisschen Mikey. Habe ich eine Banane dabei? Ja, ich habe eine Banane dabei. Da haben wir auch schon mal das passende, perfekte Geschenk für Mikey. Ich stehe übrigens doch also auf den Helm auf jeden Fall, ne? Das Gefährt an sich mit einem Alpaka ist so, ist ein bisschen zu plüschig vorne, aber der Helm, den feiere ich. Schade, dass man den nicht dauerhaft tragen kann. Das war doch auch was. So, geben den Spaß jetzt hier mal ab. Ach, 5-mal Regenbogenmais brauchten wir sogar noch. Und ich übertreibe hier mit 10-mal. Huiuiuiui. So, und Simon möchte Zement. Wer weiß, wen er damit einzementieren möchte. Wir lassen das mal lieber. Vielleicht wird das nicht ganz so gesund enden am Ende. So, doch, Matsuyuki ist da. Mensch, Bro, und ich habe keinen Onigiri dabei. Das ist heute wohl noch viel vor dir. Dann geh ich nochmal, oder? Ja, komm. Komm. Von Matsuyuki gehen wir nochmal zurück. Da krieg ich nochmal ein Onigiri. Komm, die Mühe, die machen wir uns, oder? Und wenn ich einmal dabei bin, kann ich ja von Norman auch noch irgendwas, irgendwie Bratapfel oder sowas machen. Oh, ich hab dieses Jahr, ich wollte eigentlich Bratapfel mal machen zu Winter. Das habe ich ganz vergessen. Wir waren übrigens, wir gehen heute, Stand aktuell ist ja, wir haben Montag. Der erste Montag diesen Jahres. Heute lade ich auch die Folge direkt hoch. 3. Januar. Wir waren, glaube ich, seit 2-3 Wochen nicht mehr einkaufen. Ne? Wir haben uns eigentlich nur von Resten von anderen durchgefressen. Also wir haben uns quasi von unserer Familie bekochen lassen. Also mein Freund und ich, von seiner und von meiner. Und wir haben dann immer Reste mit nach Hause genommen und so. Und haben das jetzt irgendwie die letzten 2-3 Wochen gegessen. Und ja, jetzt müssen wir selbst mal wieder mal einkaufen gehen. Mal gucken, ne? So. Auf jeden Fall.
Was wollte ich sagen? Ach ja, ich bin eine verwirrte Frau mal wieder. Also ich bin heute verwirrter als sonst. So, wir reißen erstmal den Koch. Nein, wir kochen den Reis. Puh, ja, ist sogar perfekt. So, und daraus machen wir jetzt einen Onigiri, was hier irgendwie in dem Spiel ja heilig ist. Aber ist okay. Er ist salzig und warm. So. So. Oh, ein Bratapfel. Okay, gut. Noch irgendwer, der irgendwas will? Ich überlege gerade. Wir sind ja gerade hier so ein bisschen im Gönnerlaune. Kommt George, kriegt noch seinen Eiersalat. Das ist wahrscheinlich eh gerade davor, sehe, aber well. Ich denke mal, der wird hier dabei sein. Eiersalat. Nehmen wir ein paar Eier, nehmen wir Salat und tun beides zusammen. Und der Mayo darf nicht fehlen. Eiersalat mit Avocado. Klingt aber irgendwie auch interessant, ne? Da, 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 da. So. Noch irgendwer, der ein Special-Gericht von mir haben möchte? Wir gucken mal kurz durch. Vertreiben wir mal hier nicht so, ne? Man will ja hier das Dorf doch mal nicht zu sehr verwöhnen. Schauen wir mal. Heute ist Sonntag. Vielleicht ist George heute zu Hause. Wie viel Geld habe ich eigentlich, ne? Ich habe ja jetzt immer hier fette Uhren gekauft. Fast wieder eine halbe Mille, das ist okay. Ich habe wieder so ein paar Setzlinge verkauft und... Die Pilze habe ich schon verkauft, nur Setzlinge, aber das muss ja auch mal reichen. Ja, kriegst du einen Juwelenring. So, George scheint aber nicht hier zu sein, ne? Ja, wenn die eher eine Touristenfähre haben, würde er auch am Sonntag arbeiten. Das ist ja leider oft so. Guck mal. Nee, er ist... Ach doch, er ist auf Vorsee mit Jakobo. Schade. Hallo. Aha, Mikey ist ja so kindisch. Was sagst du? Sascha ist noch so klein, dass er viel Ärger macht, was? Ja, mal gucken, wann Sascha mal größer wird. Der kleine Bub. Müsste ja auch mal irgendwann passieren, oder? Ist immer noch ein Kleinkind. Oh, vielen Dank, wie ich sehe, haben wir den gleichen Geschmack. Tja, miese Kinder. Hallo, wir haben so viel gemeinsam. Oh, wir können auch mal Blair wieder Hallo sagen. Einige Filme und Theaterstücke würde ich gerne sehen, aber dafür müsste ich extra in die Stadt, wenn ich dafür mal Zeit habe. Vielleicht nach dem Feierabend? Sie wollte doch große Schauspielerin werden. Dann muss man das auch mal auf sich nehmen. Von A nach B zu reisen. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Jakobu, du bist doch eigentlich auf hoher See. Was machst du denn hier? Bitte bilden Sie eine Reihe, wenn Sie das Schiff verlassen. Achso, er ist wieder da, oder wie? Aha, aha. Wir entschuldigen uns vielmals für die Verzögerungen, die durch das schlechte Wetter heute entstanden sind. Sehr professionell von ihm. Oh, hey Blair, was läuft? Nichts Besonderes eigentlich. Ich war nur gerade in der Nähe. Bist du schwer beschäftigt oder tust du nur so? Ersteres natürlich. Aber ich sag's dir, das Matrosendasein ist härter, als es aussieht. Oh, und ich kann nicht so gut mit Menschen umgehen. Ach komm schon, Jakobo. Sag doch nicht sowas. Ich dachte, als Matrose müsste ich mich mit rauen Meeresströmungen rumschlagen. Nicht mit Besucherströmen. Ach. Es ist doch nicht unsere Schuld, dass das Boot Verspätung hat. Das Wetter bestimmen wir nicht. Also, warum muss ich mich dafür entschuldigen? Ach, Jakobo. Ich würde gerade sagen, boah, bist du professionell. Und jetzt ist er wieder so Jakobo halt. Ist das wirklich alles, was du kannst, Jakobo? Ich hatte mehr von dir erwartet. Was soll das denn heißen? Ein wacher Seemann kann das Wetter durch seinen bloßen Willen beeinflussen. Wenn du so eine Kleinigkeit nicht zustande bringst, musst du dich natürlich bei unseren Kunden entschuldigen. Was? Bitte sag mir, dass du das gerade nicht ernst meinst, Captain. Oder doch? Nur so kann man sich wirklich mit der rauen See messen. Oh, wow, wow, ist mein... Wow.
Mein Handy ist gerade super laut. Okay, also dann. Die See war heute rau, weil es mir an Willen mangelte. Entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten wegen meiner Inkompetenz. Alter. Was habe ich im Leben falsch gemacht? Ja, so ein bisschen frage ich mich das auch. Oh mein Gott. Jakobo. Das ist gar lustiger, als es sein sollte, glaube ich. Oh mein Gott. So, wir gucken mal ganz kurz. Da im Möwennest muss ich, glaube ich, niemanden mehr glücklich machen. Außer vielleicht Mikey. Wo ist denn da Mikey? Mikey ist im Möwennest. Da gehen wir mal rein. Mikey, Mikey, Mikey. Mikey ist irgendwie auch so ein süßer Name. Hallo, Götz. Findest du es köstlich? Das Mittagessen muss man ein bisschen verbissen genießen. Daher nehme ich mir immer besonders viel Zeit dafür. Das ist aber schön. Hoho! Komm, sag's. Oh ne, sagt Heide. Ich arbeite so viel, dass ich langsam Rückenschmerzen bekomme. Es tut so weh. Das kenne ich. Das kenne ich. Und dabei sitze ich meistens nur. Aber hey, ja, manchmal muss man mich auch immer viel bücken. Das klingt ein bisschen komisch, wenn ich das so ohne Kontext sage. Wieso sitzt Mikey oben alleine und isst? Hey, Yumi, willst du spielen? Es wird lustig. Versprochen. Oh, kleiner einsamer Mikey. Hier, bitte. Wow, danke, Yumi, du bist eine Heldin. Na, bitte. Ich bin gerne die Heldin für kleine Jungs. Und auch kleine Mädchen. Ahoi. Ich mache mir auch übrigens, wenn ich ganz ehrlich bin, auch langsam Sorgen um, wie soll ich das sagen? wir sind ja dabei, das Museum zu vervollständigen und ich habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwie vorankomme. Also dieser Gnom lässt sich da irgendwie, finde ich, sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist, bis ich bei dem mal volle Freundschaft habe. Ich bitte dich, keinen weiteren Kontakt mit mir zu suchen. Ich weiß gar nicht, ob mit ihm irgendwann mal noch irgendwas ist. Er sitzt da, er steht dann immer noch ruhig da. Was ist denn mit Matsuyuki? Wir hatten hier und da mal so kleine Events. Oh, wir haben jetzt mit ihm auch volle Freundschaft. Hm. Müssen wir mal gucken, was da wohl noch ist. Also man hat ja immer mal so kurze Events gehabt, wo man immer irgendwo im Gebüsch gesehen hat und alle so, oh mein Gott, hier ist irgendwo voll der krasse Ninja. Hallo, Jessie. Das müssen wir auch noch ein bisschen glücklich machen. Wow, was für ein schönes Geschenk. Danke, Yumi. Hallo, Simon. Ich weiß nicht, ich mag Simon irgendwie nicht so. Seit er irgendwie Jessie mal irgendwie einen Staubsauger oder was das war zum Geburtstag schenken wollte, ist er bei mir irgendwie so ein bisschen unten durch, muss ich ehrlich sagen. Es ist so, oh Gott. War halt eben noch eine andere Generation, so? Ich weiß nicht. Was soll das denn für ein Geschenk sein, mal ehrlich. Hallo, Markus. Kriegst du noch eine glänzende Uhr? Muchas gracias. So, und lieber George, ne? Ich habe ja extra für dich Eiersalat gemacht, mein Guter. Sei mir dankbar. Los. Patricias Kochkünste sind unübertroffen. Und Kochwettbewerb gibt's ja auch nicht in dem Spiel, ne? Ich habe ja gestern ein Video rausgebracht mit meinen Top 5 Spielen, die letztes Jahr rausgekommen sind. Da ist natürlich auch Pioneers of Olivetown dabei. Und ich habe mich auch so ein bisschen drüber ausgelassen, dass es so wenig Wettbewerbe gibt. Auch keinen Tierwettbewerb, kein Kochwettbewerb. Es waren doch eigentlich immer so wichtige Ereignisse im Dorf. Das war irgendwie schade. Das ist schade. So, wir haben den lieben Herrn Nigel noch, der was braucht. Und der Rest sieht echt gut aus, ne? Was sehen wir damit dann auch durch? Muss man uns noch ein bisschen, vielleicht ein ganz kleines bisschen nochmal ein bisschen, ein klitzekleines bisschen, nochmal ein bisschen, ich muss immer ein bisschen sagen, ne? Etwas um den Hof bemühen, dass dann auch mal etwas mehr auf Vordermann ist. Dann wäre es schön, wenn mein kleiner Spross noch erwachsen wäre. Und naja, ich fände es eigentlich auch ganz cool, wenn ich das Museum vollständig hätte. Aber mir fehlt dieses eine letzte Item. Und das... Boah, nee, ne? Also, ich kann es ja nochmal ganz kurz zeigen. Das ist echt frustrierend. Ich weiß ja auch nicht. Komm mal. Kann ich noch was ganz kurz reinschmeißen wieder? Parfüm verschenke ich gar nicht, ne? Warum nehme ich das immer mit? So. Na
Hi, Süßen, ihr Kleinen. Der eine ist eher so gelblich-weiß, du bist bläulich-weiß. Und hier, Knöpfchen ist eher so rosa-weiß. Ach, ich mag weiß. So, komm, wir reisen mal nochmal zum Dorf der Erdgnome. Ich glaube, ich war heute eh schon dort. Es ist halt so super frustrierend. Da ist er. Waren wir schon da? Ja, ich war schon ohne euch da. Den muss ich ja irgendwie auf 10 kriegen. Das macht mich wahnsinnig. Ich war nicht hier. Ich gehe immer hin. 8,5. Ich würde am liebsten aufgeben, aber Stufe 8 ist... 8,5 ist ja... Es sind noch 1,5 Stufen, aber es ist so... Ah! Es zieht sich so extrem. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ich machen kann, um das... ich habe das Gefühl, wenn ich viel aufsammle, dass er dadurch vielleicht irgendwie eher levelt. Ob man das irgendwie sekundär so mit beeinflussen kann, wie viel EP er kriegt. Ich weiß es nicht. Ich bin da echt überfragt. Ich könnte ja theoretisch sagen, hey, ich nehme jetzt hier den Hammer. Baller hier unten. Oh, das können wir mitnehmen. Oder das. Das sind ja, glaube ich, auch alle Sammelsachen, ne? Vielleicht levelt er sekundär hoch, wenn ich das aufsammle. Hier. Einfach mal das alles weghauen und dann vielleicht aus dem Steinsalz richtiges Salz machen. Ich weiß es nicht. Ob er da irgendwie EP kriegt, ob er die durch unsere Handlungen irgendwie indirekt hochleveln, die Gnome. Es muss doch irgendwie einen Weg geben, den Gnome davon eher von uns zu überzeugen. Das nervt mich ein bisschen so. Ja, ich habe mich halt immer natürlich auch jetzt die letzten Tage offscreen fleißig um den Hof gekümmert, wie man vielleicht sehen kann. Viele Pflanzen gepflanzt, was man halt so tut. Ich geh's mal hier ran. So Pflanzensachen gemacht. Hab immer noch nur einen einzigen eine schwarze Plüschwolle, was mich selbst natürlich sehr aufregt. Oh, es kommt gerade das Licht rein. Ew, ich bin geblendet. Oh mein Gott. So, nee, wir haben zweimal schwarzes Plüsch. Ah, nee, brauchte ich grau? Nee, ich brauchte... Ist das jetzt genug? Ich habe zweimal schwarzes Superplüsch. Ist zweimal schwarzes Superplüsch genug? Sieht's hier aus? Entschuldigt bitte. Denn ich wollte euch auch in Verbindung damit auch nochmal ganz kurz was zeigen. Es ist nämlich auch, während ich auf Screen gespielt habe, was passiert. Look at it. Hier. Shio. Und Shadow. Shadow ist das Kind von Shio. Shio hat ein Baby gekriegt und das Baby kann jetzt auch geschoren werden. Und ich hoffe, dass wir so halt eben noch eher mal in schwarzen Plüsch rankommen. Gut. Ich denke mal, das war's dann für heute. Das Gröbste, ne? Dann gehe ich jetzt einfach... Oder ich kann da dann, okay, der Steinsalz kann ich ja auch nochmal in den Fertiger reinknallen. Gucken wir, ob es hier auch nochmal Steinsalz gibt. Hier, bringt das was, wenn ich das alles aufsammle? Sagt dann der Sammler-Gnom, oh, die sammelt aber viel. Jetzt mag ich die viel lieber. Ich weiß nicht, ich klammere mich so ein bisschen an die Hoffnung, dass es vielleicht so ist. Ich will doch einfach nur das letzte Item für das Museum. Das macht mich... Wenn es nicht anders geht, muss ich das machen, aber ich finde das nicht schön, das Let's Play zu beenden, ohne das Museum vollständig zu haben. Oh, was ist denn hier los? Oh, auch schön. Oh, nehmen wir mit, oder? Ich könnte mal generell mal wieder auffüllen auch. So, hier hinten eine schöne Naturzone. Möchte ich alles noch so ein bisschen ausarbeiten. Aber das wisst ihr ja schon. Das machen wir auf jeden Fall auch die nächsten Folgen mal. So, okay. Ach ja, ich wollte hier nochmal kurz runter. Gab es hier auch Salzsteine? Nee, doch. Hui. Das ist mein Hammer. Und die ganzen Muscheln, ne? Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Muscheln hier machen soll. Wenn mir langweilig ist, sammle ich die manchmal alle ein. Aber die haben halt eben auch keine gute Qualität. Das sind eben alles so Level 0 Sachen. Schade, dass irgendwie... die Muscheln keine höhere Qualität haben, wenn wir eine höhere Anglerfähigkeit haben oder so, weil wir dann vielleicht irgendwie einen krassen, geschulten Blick haben und noch die guten einsammeln oder so. Meine Tasche ist voll. Mist! Ich schmeiße hier mal ein bisschen was rein.
kommst hier rein. Du kommst hier rein. Das war's eigentlich auch schon. Ja, man sieht hier, ne, einige Blümchen fehlen. Weil ich hier auch fleißig am Blumen nachzüchten bin. Da bin ich eine ganz eine Liebe. Nieswurz kann ich noch überall anpflanzen. Haben wir noch irgendwas? Ich weiß gerade gar nicht. Clematis oder Glockenblumen? Was war noch Winter? Ich verwechsel das immer. Okay, die Glockenblume. Clematis kommt hier wieder rein. So, und wenn ich hier auch noch freie Stellen sehe, kann ich das Zeug reinballern und alles ist gut. So. Ah ja, komm. Stecke ich dich noch mit ein. So. Na, vielleicht zählt auch der Honig dazu. Vielleicht mag er mich auch mehr, wenn ich Honig einsammle. Der gute, das gute Gelee Royal übrigens. Mhm. Was machen wir denn jetzt hier? Nope. Ach ja, komm, auch nicht. Ja, komm. Und hier. Ganz viel Salz. Sonst noch irgendwas? Ja, hier von mir aus noch. Noch ein bisschen mehr Salz. So, dann kann ich hier auch noch ein bisschen was reinknallen. Tschück. Okay, den Pfeffer, den nehme ich mal mit. Dann kann ich dann in den Kühlschrank packen. So, ja, das kann auch hier mit rein. Das kommt hier mit rein. Schade, dass er nicht automatisch die Sachen aus den Boxen nimmt. Das wäre ja schon fast gut. So. Okay. Alles klar. Wir müssen auf jeden Fall auch mal wieder ganz dringend zu Rainer. Oh, hier kann ich wieder einiges anpflanzen, sehe ich gerade. Da, Alter, wie laut ist denn mein Handy? Ich hab's doch gerade, dachte ich, langsamer gestellt. Langsamer, nein, leiser gestellt. Das hat eben, komm, nimmt man auf, ne? Den ganzen Tag meldet sich keine Sau. Kaum nimmt man was auf, schreiben einen alle. Wie ist das halt, ne? Wie es halt so ist. So. Ich habe auch noch Maissamen, ne? Die könnte ich auch noch gleich rausballern. Überleg. Ja, komm. So. Wo war denn jetzt hier? Nope. Ja. Oh. Ist auch nicht mehr viel Platz, ne? Dann müsste ich doch mal morgen nochmal zu Rainer. Das wird lustig. Wie lange geht die Folge schon? Machen wir das gleich? Nee, es klappt nicht ganz zeitlich, ne? Hätte ich gesagt, das machen wir gleich zu Beginn der Folge. Aber das wird nichts. Das schaffe ich nicht mehr. Schmeiß ich jetzt hier alles rein. Das und das. Nein, das nicht. Oh mein Gott. Ich meine den ganzen Reusen. Seid ihr wahnsinnig? Ho! So. Gut. Dann reißen wir nochmal. Zum Immer-Sommergarten. Immer-Sonnengarten. So. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir morgen dann direkt schon eine neue Cutscene bewundern dürfen. Weil wir haben ja jetzt es endlich geschafft, auch alles abzugeben. Bin ich sehr stolz drauf. schauen wir mal, was jetzt kommt und ob es dann noch eine weitere Herausforderung diesbezüglich geben wird. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal auch alles gepflanzt. Zurück zum Hof. Gut, dann schauen wir mal, was uns morgen dann erwartet. Also für euch übermorgen, für mich jetzt gleich und im Spiel halt morgen. Und jada, ich bin wieder viel am Labern. Einfach ciao, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, bye.